Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma SG Remscheid. Hi. Hi. Den machen wir neu. Komm, den machen wir neu. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma SG Remscheid. Heute am Start, hinter der Kamera, ist der liebe Daniel. Und an meiner Seite heute mal der Richard, der Autoverkäufer meines Vertrauens, was BMW betrifft. Ich dachte, du bist der Einzige. Entschuldigung, er sei sein eigener Verkäufer des Vertrauens. Nee, also das ist der Kollege, der uns was Sachen oder in Sachen BMW weiterhilft. Ne? Und wir sind jetzt gerade in München. Wir sind gestern angereist. Hier auf der BMW-Welt sind wir jetzt gerade. Auf der. Wie sagt man das denn? Ist ja scheißegal. Also wir sind heute bei der BMW-Welt. Wir sind sehr gut angekommen. Ja. Boah, nee, also so gut war es nicht. Wir haben echt lange mit etwas Essen angeht. Also wir hatten essenstechnisch echt Probleme. Aber wir sind auch etwas zu spät gekommen. So Typ Scharun wieder, ne? Schön verschlafen. Aber ist gar kein Problem. Wir holen heute nämlich unser neues Auto ab. Das wird ein... nicht so steht's spannend zu machen. Ja, es wird ein M4 50 Jahre Edition. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein krasser Unterschied zu dem normalen M4 ist. Ich glaube eher weniger. Ja, ein krasser Unterschied nicht. Es ist halt nur eine Stückzahl, die limitiert ist, halt eine etwas limitierte Version. 300, ja. 300. In Europa? Europäischen Markt. Markt, genau. Genau, 750 meine ich. Ne? Genau, und, 750, 300 für den europäischen Markt und ich glaube 150 für Deutschland. Okay, wie lange hält das Auto? Ja, solange wir Spaß haben. Okay. Produktion ne? ging schnell, ne? Produktion ging relativ schnell, aber auch eine sehr besondere Farbe haben wir. Jetzt also für mich besonders oder auch seltene neu. Farbe. Für dich, normalerweise. Ist wirklich so. Schwarz. Das machen wir gleich. Ja. Also M4 wird es auf jeden Fall sein. Und ich kann verraten, dass es goldene Felgen auch sind. Mehr nicht. Normalerweise bist du ein Mensch. Schwarz, schwarz. Ja, eigentlich alles schwarz, schwarz, schwarz. Ne? Also wir haben auch einen Kollegen, der holt das gleiche Auto, nur in... eine andere Farbe? Andere Farbe, in Macaublau. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, wir schwätzen jetzt nicht viel. Wir gehen jetzt rein und essen eine Kleinigkeit noch, solange es noch geht. Dann würde ich sagen, bis gleich, wohl? Warte. Sein Auto. Wo? Wohin gehen wir? Das Ding ist, der Kollege hat eigentlich auch in Rot bestellt. Also 1:1 gleiche Konfiguration. Ja. Und ich habe das jetzt gerade erst mitbekommen, dass er in letzter Sekunde quasi sich von Richard schwätzen lassen hat. Und jetzt hat er eben eine andere Farbe. In Macaublau. Ja. Und er ist sich jetzt die ganze unschlüssig. Der sagt, ey, wenn der Scheiß aussieht, steht das Auto direkt bei dir. Ja, kein Problem. Bei Rot sind wir jetzt geblieben. Ne? Also jetzt werden die Fahrzeuge ausgeliefert. Ja, erstmal nur deiner. Ja, erstmal nur meiner, aber wir werden jetzt den Blick unter seinem werfen. Unser steht nämlich in der Exklusivhalle. Ja. Ja, aber ey, Macaublau ist auch schon nicht schlecht, oder? Ist so dunkel, ne? Ist schon sehr dunkel. Schauen wir uns das Ding mal in Ruhe an. Ne? Ja. Oder von hinten vom Heck auf. Ich mach dir so ein schlechtes Gewissen. Er kennt ja gar nichts. Was ist das denn für eine Farbe, Alter? Hä? Sieht doch lila aus. Jetzt? Von oben gerade? Ja, jetzt von oben sah der ganz dunkel aus. Hier ist rot? Echt komisch, aber jetzt hier ist rot, andere Seite ist lila. Ist so ein Perleffekt, kann das sein? Genau. Hier ist schön. Das Auto sieht echt wie eine Aubergine aus, ne? Ein bisschen hoch. Ja, gut. Goldene Felgen sind schon cool. Sieht schon schön aus, ne? Ja, goldene Felgen sind schon cool. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal weiter Richtung Exklusivraum, bevor wir dann nachher wieder hochkommen. Und das Auto schon komplett zerlegt. Aber doch, ist schon eine coole Farbe. Ist schon eine coole Farbe, oder? Schon eine schöne Farbe, ja. Echt cool. Die Farbe ist echt schön. Guck mal, wenn du jetzt von hier jetzt guckst. Wir müssen später mal mit dem Lackmessgerät gucken. Lackmessgerät, ob... Ja, die ersten Features mit den 50 Jahren sehen wir schon, ne? Ja. Ja? Zum Beispiel? Hier an den Sitz, Einstiege. Das war's schon, oder? Ja, wir haben die Einstiege, wir haben die Badges, die man aber separat auch rein theoretisch mit dazu kaufen kann. Und vor allem dann in den Sitzen, in den Kopfstützen, die ja abnehmbar sind, sind die Badges noch mit drinnen. Und in der Mitte. Die Kopfstützen sind abnehmbar? Mhm. Da sind zwei Schrauben drin, wenn man mit den, wenn man mit dem Helm fährt, Track Day. Ah, okay. Kann man die einfach runternehmen. Dann sitzt man nicht so steil drinnen. Das machst du ja auch, ne?
Machst du ja auch. Nee. Dafür haben wir unseren Ringtool. Okay, jetzt gehen wir in diese Exklusivabteilung, ne? Genau, richtig. Okay, sehr gut. Exklusivraum, Closed Room. Müssen wir. Und das ist mega, ne? Wenn da ein Auto rauskommt. Wow. Bisschen Gruppenkuscheln. Bisschen Gruppenkuscheln, ja. Gehen wir uns jetzt den Pink angucken. Pink! Ich bin echt gespannt jetzt, ne? Also Macaublau hat mich jetzt nicht geflasht. Ungefähr so die Farbe vom Pullover. Ja, aber. Ja. Egal wo ich bin, ich werde gemobbt, ja. Was? Hier wird nicht gemobbt, hier wird feucht gewischt. Sehr gut. So, da sind wir schon. Im sogenannten Exklusivraum. Gerne einfach mal hier hinstellen. Das wichtig nur, während der Show nicht nach vorne gehen. Genau, weil sonst wird der Sensor unterbrochen und das Ganze wird... Ah, das ist jetzt hier? Genau. Hier. Ach, warte, wie machen wir das denn jetzt? Wie machen wir das jetzt? Junge, Dahinter versteckt sich das schöne Stück. Ja. Bleib ich jetzt erstmal hier stehen und dann, wenn die Show vorbei ist, kommt Porn oder was? Währenddessen, wie du möchtest. Wir können es auch spannend machen. Kann ich ja nicht. Der hat ja gerade gesagt, hier sind Sensoren. Ach so. Also ja, machen wir so, was wie für Sensoren? Hat er gerade gesagt? Das Problem ist, wenn wir zwei rangehen, dann bricht die Show ab. Ach so. Das heißt, wir sollten eigentlich nicht weiter mit... Ja, dann genießen wir erstmal die Show. Wir gucken zusammen die Show an und danach mache ich Porn. Genau. Richtig. Okay? Okay, alles klar. Let's go, würde ich sagen, ne? Jawohl. So. Bisschen gespannt, hä? Ja. Schon Hammer Feeling, ne? Ja. Kurz selber gedacht, ich krieg ein neues Auto jetzt. Komm, hier kommt er ganz anders rüber, ne? Mhm. Auf der Kamera. Hattest du bei dir auch oder ACC? Weiß ich nicht, ich hab ACC. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal die Haube auf, schauen wir uns das Herzstück mal an. Im Gegensatz zum Vorgänger haben wir jetzt den S58 und den S55. Wir haben zwar nach wie vor einen reinen Sechszylinder mit 3 Liter Hub und Monoscroll Biturbo-Aufladung mit dabei. Das Schöne ist aber, dass der auch im M4 GT3 ist. Das heißt, der Motor ist eigentlich komplett derselbe. Das Einzige, der Unterschied, haben wir keine Ölwanne mehr. Ist natürlich beim Rennsport viel wichtiger. Wie hier. Thema Tuning und so vielleicht auch ein bisschen drinnen. Ja, klar. Ja? Minimal. Weil die Motoren brutal standhaft sind. Brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht erzählen. Aber Abgasanlage rein, Stage 1 Plus Richtung 680, 800 Newtonmeter und das halt auf Serienblock, Serienlader. Ist wirklich schon eine Hausnummer. Im Gegensatz zum Vorgänger, da sind wir dann wieder schon im Thema von Kurbelwellensicherung und so weiter. Upgrade-Lader, dass wir ansatzweise in die Reichweite der Leistung kommen. Generell hat er angeschrieben 510 PS als Competition. Erfahrungsgemäß tendieren die Motoren aber krass nach oben. Also den kleinsten, den ich gesehen habe, waren so bei 530 PS, der höchste bei 560 Werkszustand. Auch beim Drehmoment sind wir vom Vorgänger nochmal um 100 Newtonmeter mehr geworden. 650 liegen jetzt an. Das Schöne jetzt eben, das erste Mal Allrad im Fahrzeug oder die Option zumindest auf Allrad. Genau. Jetzt sehen wir aber gleich, wenn wir drin sind, wir haben keine Carbon-Domstrebe mehr und sie ist keine Vierpunkt-Angebung. Viele fragen immer, warum ist das der Fall? Wir haben kein Geld gespart, ja, sondern das Carbon war am Ende der Verbindungssteifigkeit vom Fahrzeug. Heißt, die Autos sind schwerer geworden, haben es bestimmt schon irgendwo mal gesehen, aufgrund von eben nicht nur Verstrebungen im Innenraum, im Motorraum, sondern auch im Unterboden. Der Vorteil ist, Karosse ist steifer, damit kann das Fahrwerk besser arbeiten und deswegen haben wir auch so verdammt gute Zeiten auf der Nordschleife beispielsweise. Eine M4
als normaler Competition ist so schnell wie ein GTS vom Vorgänger. Und das finde ich halt immer ganz faszinierend, obwohl der natürlich aktive Aero hat. Kommt drauf an, also CSL als Beispiel macht 27.2. Dann, wenn wir jetzt auf dem M4 gehen, mit Allrad und ohne, sind sie fast gleich. Auf 7,29, 7,28. So ja, da bin ich schneller. Super. Wenn was... Also ich muss sagen, das ist mein erstes rotes Auto, ne? Ja. Ja. Die Lippe steht ja schon bereit. Richtig. Die liegt schon bereit. Wir gleich die wird direkt... Ja, und die kommt einfach mal... Kommt ein bisschen tiefer noch. Ja. Ja. Sehr wichtig nur ganz am Anfang, dass ich es nicht vergesse. Einfahren. Genau. Einfahrkontrolle ist nach 2000 Kilometer. In dem Zeitraum bitte nicht schneller wie 170 fahren. Nicht mehr wie 5500 Umdrehungen touren. Richard, hast du gesagt? Keine Lauschkontrolle. 170, nicht 130 mal fahren. Und dann ist alles entspannt. Genau. Ja, sehr schön. Also sind andere Sitze als im CSL? Ja. Das sind wirklich andere Sitze, weil bei denen, wir haben zwar Schalensitze, aber die sind elektrisch verstellbar. CSL hat komplett manuell, heißt, wird einmal auf den Fahrer eingestellt und dann geht es nur noch vor und zurück, wie man es kennt von den Recaros. Ich bin noch nicht reinkommen bei Dings. Bitte. Leider. Richard, hast du ja echt Probleme hier gemacht. Nein, das lag nicht. Aber ich bin hier in den Sitz nicht reinkommen. Ach, bist du nicht reingekommen? Mhm. Und hast du das schon mehr probiert? Mhm. Echt? Mhm. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Einfach. Geh mal Platz nehmen, bequem machen. Ja, ich, wie gesagt, die Sitze... Ich bin über und das Coole ist, drei Viertel Jahr gefahren. Was ist das hier? Das ist die Keycard. Das ist quasi ihr dritter Autoschlüssel. Wenn man iPhone 10 oder neuer hat, kann man sogar das Handy, wenn es mit der App gekoppelt ist, als Schlüssel freischalten und damit kann ich auch das Auto öffnen und fahren. Funktioniert bei beiden, bei Handy und bei Karte über NFC, heißt Handy raus, an den Türgriff dran halten, er sperrt auf und genau da, wo die Karte drin liegt, reinlegen, dann erkennt er das Signal und dann können Sie den Motor starten. Ja, gut, das ist vom Vorteil, ne? Genau, hängt mit dem Komfortzugang zusammen. Ich hätte jetzt auch Bock auf so eine Autoabholung, Harun. Ich hätte auch Bock auf so eine Autoabholung. Soll ich dich filmen? Nee, ich hätte Bock auf so eine Autoabholung. Ja. Wann machen wir das, dass ich mir auch so ein neues Auto kaufe? Ach so, das ist kein Problem. Das kriegen wir. Ja, jederzeit auch wieder bei mir, dann können wir ja einen schönen Tag verbringen. Aber die Schaltpedals ohne Carbon sind länger, ne? Länger, also von der Größe her, oder? Ja, von. Oder von der Spange her. Von der Spange her. Genau, also wenn sie nicht Carbon sind, dann sind sie einen Ticken weiter, aber auch flacher, ja, ne? Aus Aluminium oder zumindest so die Galvanik-Optik. Aber Carbon Interior, Carbon wird. Aber ich muss sagen, der ist echt, wo ich jetzt den M2 gehört habe, der neue. Der M2 ist viel lauter, ne? Echt? Doch. Ich finde nicht. Ja, weil ich habe letztes Mal. Der M2 war schon lauter und alle, das war auch das Highlight. Da sagte man, komm, wir gehen alle nach hinten, starten den und dann wurde der gestartet. Weil ich habe letztens auch ein paar Mal gestartet, extra krass. Eine kleine Kurve gemacht. Das ist auch krass, ne? Guck mal. Ja, dann im Raum ist natürlich was anderes. Das ist was ganz anderes. Ich kann ihn auch gerne mal anschmeißen oder Sie können ihn anlassen, weil wenn wir hier im Raum stehen, vor allem mit dem Halter, ja, wirkt, das bin ich mir sicher, wirkt es genauso wie der M2. Ja, das stimmt. Dann machen wir. Ja. Wichtig ist natürlich erstmal Motorsetting auf Sport Plus. Gibt es so einen emotional Start oder was? Geil. Ja, jetzt ist der kalt. Schon nicht schlecht. Ja. Also für die heutige Zeit. Also wenn wir es später ernst meinen, machen wir OP raus. OPF die Lied? Ja. Fein. Ihnen gefällt's. Aber uns gefällt es ja allen, aber ja, ob das letztendlich das wert ist, ne? Kommen wir nicht bei rum. Kommen wir nicht bei rum. Ja. Ein paar machen noch schöne Abgasanlagen EC zugelassen, die finde ich klingen auch ganz gut. Macht ihr mit, genau, bei denen bin ich zum Beispiel immer ganz gern. Und die haben eine klassische Agra und sowas. Die gibt es rein theoretisch auch, aber. Ja, dann würde ich mal sagen, fängst du hier mal mit. Hier drin? Wo, besser. Ja, oder? Hier einmal machen und dann. Ja, würde ich sagen, beginnt hier. Einmal hier mit dem Porn. Und dann fahren wir dann raus. Richtig. Ja, alles gut. Kriegen wir hin. Ja, dann ab geht's. Ciao. Shut up.
Na? Ne? Hast du soweit? Ich hab soweit. Ja, perfekt. Ja, dann können wir dann mal auf das Wesentliche eingehen bei den Autos, ne? Ja. So, also ganz klar, ganz kurz zu sagen, warum wir auf M4 gekommen sind, keine Ahnung, bei mir war Frust so groß. Aber wofür Frust? Ja, weil wir den CSL damals nicht bekommen haben. nachholen tun wir nicht, alles gut. Und dann rief der liebe Richard mich an, nein, andersrum, ich rief Richard an. Richtig. Und sagte zu dem, hey, hör mal zu, diese ganze Edition 50 Jahre Geschichte da, ja. Ist interessant, ja, können wir, ja. Ja. Und so entstand das Ganze. Und der liebe Kollege hier, das ist der Ali aus Recklinghausen, den kenne ich jetzt schon seit gut 2 Jahren. Hat einfach die Konfiguration genommen. Mhm. Ist ein bisschen mehr draufgepackt, mein Freund. Da ist der ja, nur Heckklappe. Nein. Was denn? Wir haben noch was reingenommen. Was? Müssen nicht reingucken. Wir hatten automatische Heckklappe drin und was haben wir noch mit reingenommen? Und die bessere Farbe, mein Freund. Ja. Dann egal, auf jeden Fall. Streiten. Also auf jeden Fall, Imola Rot habe ich bestellt. Er hatte erstmal auch Imola Rot bestellt. Aber dann, keine Ahnung, was hinter meinem Rücken passiert ist, wurde von einem Imola Roten Macau-Blau. Bisschen Einfluss. Ja. Ja, um mal jetzt mal einzugehen, also es sind 50 Jahre, also M4-typisch kennt ja jeder. Also sehr viele. So wie man den M4 gesehen hat, von den Ausstattungen, ja, alles gleich. Eigentlich alles gleich. Es ist halt ein 50 Jahre Edition wie bei dem M3 damals, F-Modell, 30 genau. Jahre. Gab es 30 Jahre, ne? BMW wurde ja 50 Jahre genau. Dann im Endeffekt und da kam halt jetzt die 50 Jahre Edition dazu. Richtig. Was ist hier anders? Eigentlich gar nicht viel. Nee. Der Bruttolistenpreis ist natürlich höher. Durch Individual. Ne? Also das heißt, wir haben die Lackierung individual, Macau Blau ist individual und Imola Rot individual. Ne? Ja, und ja, 50 Jahre Edition. Ja. Prägung hier, Naht, vorne das Logo, diese 50 Jahre Embleme, ja. Auch an den Felgen. Ja, die sind halt auch natürlich was Besonderes jetzt in dem Falle. Kriegt man auch nicht direkt. Ne? Ist in der 50 Jahre Edition mit dabei gewesen, das ist die Kombination. Geil. Was ich aber dennoch, egal was es ist, ob das jetzt Besonderes ist oder nicht, die Sitze sind immer wieder geil, oder? Volles Rohr. Voll. Ja. Also hinten aus Carbon. Ah, das sieht schon echt sehr, sehr schön aus. Wir haben auch wieder mal die M-Sicherheitsquote genommen. Mhm. Ich finde, das ist ein Muss bei dem Auto. Also es wurde jetzt gar nicht viel dran geändert, muss man ehrlich sagen. Also nee. Weil es ist 50 Jahre ist. Aber in der Fahrgestellnummer ist es halt vermerkt. Das Auto ist 10.000 Euro, glaube ich, teurer als die normale M4. Ja, oder? Ja, wir lagen bei 135 mit dem Bruttolistenpreis. Sag mal, so sind wir ungefähr so 10.000 Euro teurer, ja. Ja. Mit den Individualausstattungen, die dabei sind, 10.000 Euro. Ja. Ja, und ich bin immer der Meinung, weniger ist mehr. Deswegen alles gut. Ich hoffe, die Autos gefallen euch. Ne? Also sag mal so, wir haben auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Ne? Die Leute stürmen sich auf die Fahrzeuge mit dem Fahrzeug. Was ist denn hier los, Junge? Ja, gut. Das hat Gründe dafür. Doch, ich glaube, ich habe da Gewichtsersparnis. Nee, nee. Gewichtsersparnis. Ich habe da richtig geiert. Ja. Daneben sieht die Sache schon anders aus. Also ich muss ehrlich sagen, Macau Blau gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ne? Ja, wirklich, hat was. Ja. Gefällt sie dir? Ich finde es mega gut, ey. Welche Farbe ist dein Favorit so? Also Felgenkombination, ich glaube aber mit dem. Ja? Mhm. Der ist halt Geschmackssache immer. Und wie gesagt, was ich hier vorhin auch gesagt habe mit den Bauteilen, ne, dass du das Schwarz halt siehst, eher so, ne, wenn du jetzt Carbon... Das Schwarz kommt mehr zu deutlich, ja, Geld, ne? Ja, das ist so. Auf dem Rot, ne? Aber natürlich... Halt das ist ein bisschen dezenter angelegt, aber... Natürlich von der Farbe her auf jeden Fall Macau Blau böser. Definitiv. Ja, dann, was soll ich sagen? Also, wir werden noch ein paar Sachen hier dran ändern. Also, da kommt wahrscheinlich ein Fahrwerk, Gewindefedern oder so. Bei dir auch, ne? Gewindefedern nur? Ja, Fahrwerk weiß ich nicht. Fahrwerk. Nee, kein Gewindefahrwerk. Was? Nee, ich will das alles beibehalten. Diese ganze M-Drive-Geschichte. Das härter, weicher. Also, ich gehe auf Gewindefedern. Okay. Also, definitiv. Bei dir weiß ich nicht. Spurplatten drauf, Performance-Lippe. Performance-Lippe, richtig, die liegt schon bereit. Genau, die liegt schon bei. Für dich auch, ne? Ja. Habe ich für dich mitbestellt. Ja, okay. Und wahrscheinlich nehme ich das hier noch aus Carbon. Ja, wäre wichtig. Ja, das ist auch die Seitenklöpse. Ja, die Seitenklöpse ist auch todeswichtig. Das wäre wichtig. Ja, dann machen wir uns noch im ganz, ganz ruhigen in München. Ja. Und verabschieden uns vorerst nicht. Nicht? Machen wir gleich. Wieso? Einfach so. Okay. Weil wir es können. Okay. Okay? Ja. Ich gratuliere dir nochmal zu deinem neuen Auto. Dank. Ne? Ich danke dir. Alle gegenseitig, alle. Ali. Herzlichen Glückwunsch. Ja.
Herzlichen Glückwunsch, danke. Auch von mir herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal. Wir essen jetzt was, machen es gemütlich und dann fahren wir wieder nach Hause. Jo. Ja? Jo. Tschüss. Oh. Oh, halt. Heiß? Mhm. Boah, du bist verbrannt, Alter. Ist das hier Salami? Wir brauchen auch eine gute Verstärkung. Ein Träumchen, ein Träumchen. Oh, geil. Das ist schon brutal, oder? Boah. Ey, sei ehrlich. Boah. Also, wir brauchen echt eine gute Verstärkung. Hier richtig kann man echt gut essen, ne? Boah, geil. Mein Güner ist Fisch. Also, das gehört ja auch zum Autohandel dazu, ne? Gut essen, ne? Gut essen, oder? Ja, du fährst ja stundenlang und ich muss hier was essen, ne? Und ich denke, sowas kann man auch mal ruhig zeigen. Schön Eiweiß heute, ne? Mhm. Also gleich kommt ja noch eine ganze Ladung. Boah, ist aber auch schon scharf, ne? Mhm. Auch schon scharf. Guck hin. Das ist genial. Geil. Oh, ist sehr, sehr lecker. Ja, Sam. Komm, kannst du auch ein bisschen essen, komm. Ja. Hau rein. Was wolltest du denn eigentlich hier sagen? Du bist mehr gefahren als ich. Aber was wolltest du jetzt eigentlich hier erzählen? Wolltest du irgendwas erzählen oder sonst hier? Weiß ich nicht. Ja. Erzählen? Ja, weiß ich nicht, weil du sagst die ganze Zeit, du beendest das Video nicht. Hallo, einfach reden. Ja, die schönste Party des Jägers. Ja, aber beim Schnarchen, ne? Ja. Hatte ich 2-3 Mal einen Hänger gehabt und ich habe mich selbst sogar dabei erwischt. Wie, wer hat den Hänger? Er hat einfach nicht mehr geatmet. Ich dachte so, okay, die zwei M4s haben ihm das angetan, deshalb fängt er nicht mehr an zu atmen. Aber danach irgendwann ging es wieder los. Ja. Wild, hat sich gut gepennt. Geil. Sehr gut. Wir verstärken uns ein wenig. Ja. Und dann können wir irgendwann mal endlich das Schlusswort geben. Ja? Also ich erzwinge es alles hier. Okay. Dass das Video so lange wird wie möglich. Okay. Ja, ab hier, glaube ich, werden wir uns nicht mehr sehen, ne? Ab hier ist vorbei. Wer hat denn geschissen von euch? Was ist das für eine Frage überhaupt über die letzten Tage? Ja, Digga, ja. Das stimmt. Boah. Ah, das Essen tat echt gut, ne? Essen war gut. Einfach. Ein Träumchen. Also ich kann es jedem empfehlen, der im Kreis Wiesbaden lebt oder hier vorbeifährt. Definitiv. Also vielen, vielen lieben Dank, Serkan, für das Essen. Sehr lecker. Ja, dann kommen wir mal so langsam zum Schluss, oder? Ja. Ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst bitte nicht zu abonnieren, zu liken. In nächster Zeit ändern sich so ein paar Sachen bei uns. Ich hoffe, wir kriegen das so irgendwie hin mit dem Kanal. Und ja. Wir fahren jetzt nach Hause. Lasst euch gut gehen. Euer Haron, vielen Dank. Tschüss, Daniel. Ciao. Ciao. Gute Nacht. Bis dahin.